Hallo, guten Tag Leute, heute bin ich dran mit meiner PlayStation 2. Ich habe ein paar Spiele mehr als 10 reingenommen. Das ist wie immer keine Top 10, also das ist Platz 1 und das ist Platz 2, das ist Platz 3 und so weiter. Leider mussten da einige Spiele draußen vorbleiben, damit die Liste nicht zu lang wird. Es ist ja eigentlich, soll es ja nur eine Top 10 sein. Die Spiele alle, die haben es nicht geschafft, in die Liste reinzukommen. Leider funktioniert meine PlayStation 2 momentan nicht mehr normal. Ich muss mir meine PlayStation Slim holen. Dann könnte ich mir die ganzen Spyros, die ich hier habe, noch spielen und Jack and Dexter, was das alles so ist, könnte ich mir das alles nochmal angucken. Deswegen nächstes die PlayStation 2 Slim, weil zwei Spiele dieser Liste oder drei? Gran Turismo 4 lief auch nicht ganz normal auf der dicken PlayStation. Deswegen ist demnächst, ich muss mal einmal im Verkauf gucken, wann ich sowas mal so günstig da sehe. Dann hole ich mir eine PlayStation 2 Slim, dann werden wir mal weitersehen. So, aber jetzt zur Liste. Trollchen, ich kann sein Glück gar nicht begreifen. Ich habe das Spiel reingelegt und dann gefühlt 5 Minuten später wurde das Spiel geladen. Mit Spontanladen geht da nichts. Hier sieht es Spyro, The Eternal Night. Ich war schön Spyro zocken. Viel Spaß beim Gucken meines Videos. Sie lebt also noch, hat aber lange gebraucht. Ich weiß auch nicht, was das ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich so. Freude. Ja, hier seht ihr kurz das Spiel Spyro, The Eternal Night heißt das, glaube ich. Lässt sich ein bisschen ungewohnt steuern. Leider ist mein Controller auch so nicht mal der jüngste. Das heißt, wenn ich in die Einstellungen gehe, dann ist das Digipad, das wird mit Digipad eingestellt, dann switcht er da und hin und her, dann muss ich ganz schnell seine Einstellungen mal zacken wieder aus. Ja, kann man machen. Vielleicht spiele ich das irgendwann mal genauer. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass meine PlayStation so lange braucht, um das Spiel zu erkennen. Also ich lege das Spiel rein, gefühlt, sag mal 3 Minuten, das ist gefühlt immer länger. Dann lädt er das Spiel, also theoretisch läuft sie noch meine PlayStation 2. Ich bedanke mich mal. Sag nochmal viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen, hier bin ich, euer Trollchen. Heute mit der Liste, eigentlich sind es mehr als 10 Spiele. Der PlayStation 2 Spiele, wie eben gesehen, ich konnte nicht alle reinnehmen, leider. Ist meine PlayStation 2, das macht sie da vorne noch nicht mehr so ganz in Ordnung. Keine Spiele werden geladen, keine CDs gespielt, leider. Ach, es war eine schöne Zeit, eigentlich meine zweite dicke PlayStation schon. Ich muss mal die Slim holen, weil die dicke PlayStation, die neigt dazu, nicht alle Spiele abzuspielen. Aber dazu kommen wir später noch. Eines der Spiele, was unbedingt auf in die Liste rein muss, ist... Das ist natürlich nur ein Scherz, das war ein Witz hier. Der total letzte Schrott hier. Das kam viel zu früh auf den Markt. Man hat gesehen, dass hier... Ja, die Verantwortlichen von Cordesign oder wer auch immer da voll verantwortlich war, die wollten das Spiel unbedingt raus haben. Das dauerte viel zu lange. Heutzutage kann man darüber nur noch lachen. Horizon Zero Dawns, die 5 Jahre dauern in der Entwicklung und dann gut rausgegeben werden hier, aber... Die Leute konnten nicht warten, da kam sie in ein Schrottspiel. Was ich aber viel schlimmer finde, ist beispielsweise in der Kanalisation, wie man eine Kiste schieben muss und dann über eine Tür oder über ein Gitter, was das war, da hat man einen Hebel betätigt und irgendwo 30 Meter weiter ging eine Tür auf, da fand ich schon sehr komisch. In der GameStar meinten die Engel der Blödheit, den kann ich mir nur anschließen. Kauf dieses Doom wieder nicht. Eine Schande es ist. Aber kommen wir mal zur Liste. iToyPlay 2. Auch wenn man für iToyPlay gefühlt eine 100-Watt-Glühbirne brauchte, ich hatte die tatsächlich drin, eine 100-Watt-Glühbirne, damit genug Licht vorhanden war, um das alles erkennen zu können. Ich habe es ganz gerne gespielt. Bei Sonnenschein ging das sehr gut, also Sonnenlicht hat die Kamera gut abgekonnt. Eine normale Lampe, da ging das schon wieder nicht mehr so gut, da wurde das nicht alles gut erkannt. Aber ich fand das recht witzig, dass man quasi mit, erst gehen wir aus dem Bild raus, da hat die PlayStation gesehen, wie sieht das alles ohne mich aus, dann bin ich in das Bild reingegangen. Weil die PlayStation sagt, das bin ich. Das Problem war nur bei Tischtennis, hat man natürlich nicht nur den Tischtennisschläger gehabt, der erkannt wurde, sondern man hat natürlich auch mit Kopf und Arm und Körper den Ball zurückgeschlagen. Das war vielleicht ein bisschen so das Manko des Ganzen. Aber als Idee war das schon super. Für die PlayStation 3 habe ich mir dann nochmal ein iToy geholt. Niemals ein Spiel gefühlt, das war schon bei einem Kuriosum. Ich fand es da nicht so prickelnd. Eine Kamera kaufen plus, das war da noch bei. Ich glaube nur die Kamera. Ohne jemals ein Spiel dafür zu kaufen. Das war schon merkwürdig. Ich weiß ja, war da der alte, dieser Move-Controller dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Als nächstes kommt Sonic. Alle Sonic-Spiele. Zumindest viele Sonic-Spiele. Zum Beispiel Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog 2. Sonic the Hedgehog 3. Sonic und Knuckles. Sonic 3D. Flinky's Island. Sonic the Hedgehog Spinball. Dr. Robotnik Mii Machine. Dann ein paar Game Gear-Spiele dabei und noch mehr Spaß zum Entschlüsseln. Eine schöne Sache für den Sega-Fan. Man muss da nicht die Retro-Konsole anschmeißen. Man kann quasi die Sonics mit einer besseren Bildqualität spielen, obwohl die Mega Drive über RGB geht. So ist nicht so fantastisch.
wie es jetzt vielleicht über HDMI wäre. Kann man aber machen, Sonic. Es fehlen zwar ein paar Sonics, zum Beispiel 3D Sonic fehlt. Oder das Sega Saturn Sonic ist da auch nicht bei. Lipo dann Arm, guck doch mal drauf. Aber ansonsten kann man das machen. Als nächstes God of War. Ganz schlechtes Spiel, habe ich zwar nie durchgespielt. Wenn die PlayStation mal die Gnade hätte, normal zum vielleicht wäre das Slim, gucke ich es mir nochmal genauer an und spiele. Ich fand es aber ganz gut. Es ist halt ein Schnetzelspiel. Man hackt alles weg in starren Kameraperspektiven. Kann man aber machen. Jetzt komme ich leider zu einem der Spiele, die nicht optimal auf der PlayStation 2 funktioniert. Mal macht es nicht. Das ist wohl immer ein Ratequiz des Ganzen. God of War 2. Habe ich auch nicht gerne gespielt. Ich muss sogar sagen, was man bei God of War 2 erstaunt ist, was die PlayStation 2 doch so drauf hat. Gerade jetzt, weil die PlayStation 4 schon aktuell ist, dann war die PlayStation 3 noch, dass die PlayStation 2, das ist ja natürlich keine HD-Grafik, sondern SD-Grafik, aber dass die Grafik noch drauf hat, das war wirklich erstaunlich. Als nächstes ein Spiel, was ich so gerne gespielt habe, das spiele ich momentan habe ich ausgesetzt wegen Dishonored 1, der Definitive Edition, wo alle DLCs mit bei sind auf der PlayStation 4. Ape Escape 3. In dem Spiel geht das rum, mit einem Kescher Affen einzufangen. Das heißt, man kommt in eine Location. Das sind verschiedene Locations, wie man sich das vorstellen. Stellt euch vor, Mario würde mit einem Schmetterlingsnetz rumlaufen und würde seine Gegner damit einfangen. Dadurch werden die dann weggebeamt. Das sind nämlich Affen, die haben so Intelligenzhelme bekommen, sind jetzt zu schlau geworden, jetzt auch nicht so schlau, müssen eingefangen werden. Jetzt läuft man rum, manche verstecken sich auch. Da muss man die fangen mit dem Kescher. Und wenn man die eingekeschert hat, dann werden die automatisch weggebeamt. Dann ist das okay, da hat man eine bestimmte Anzahl von Affen, die man fangen muss. Viele Minispiele sind da noch bei, dann dieser Kugelautomat, wo man die Punkte oder Münzen, die man im Spiel findet, einsetzen kann, um dann Kugeln rauszuholen, wie Soundtracks und sowas kommen dann dadurch raus, das ist natürlich zufallsbasiert. Ein wunderschönes Spiel, auch ein sehr schönes Spiel für die PlayStation 2. Dann natürlich Tomb Raider Anniversary. Ein wunderbares Spiel. Ich hatte damals eigentlich die PlayStation 2 schon meiner Nichte geschenkt. Danach habe ich dann allerdings mir nochmal die PlayStation 2 gekauft, wegen diesem Spiel, ein fantastisches Spiel. Ich habe das so gerne gespielt. Später habe ich mir das dann nochmal für die PlayStation 3 geholt. Da waren dann alle Teile drin, Legend und Anniversary und Underworld. Und Anniversary ist das Beste von denen, Underworld ist das Schwächste. Das ist, wo das hinterher nach unten reingeht, durch diesen Maya-Tempel, der sich da öffnet, baut das Spiel auch sehr stark ab. Und dann immer wieder diese drögen Kristalle sammeln, das war auch ein bisschen öde. Die waren gefühlt auch total auf dem Weg. Das heißt, irgendwelche Vasen, die da sinnlos in der Gegend rumstanden, die hat man kaputtgeschlagen, da waren da immer diese Kristalle drin, mit Suchen war da nichts, dass man so ein Kristall oben irgendwo, wo oben bringt so ein Kristall oder sowas, wie komme ich da nur hin, das war da überhaupt nicht der Fall. Sehr uninspiriert und das Schwächste dieser Trilogie, also Anniversary, Legend und Underworld. Aber kommen wir weiter. Also Anniversary natürlich das Beste. Hier noch Tomb Raider Legend. Das habe ich mir erst für die Xbox 360 gekauft. Eines der Spiele, die ich am meisten habe, für den Game Boy Advance habe ich das, für den DS habe ich das, also Nintendo DS. Für die PlayStation 3, wie gesagt, dieser Dreiteiler, für die Xbox 360 müsste ich es auch nochmal haben, aber für ganz viele Konsolen habe ich dieses Spiel. Hat Spaß gemacht, habe ich mir damals vorbestellt, das kam als erstes raus, also erst kam Legend raus, dann kam Anniversary raus und dann kam Underworld raus, meine ich zumindest. Macht Laune, kann man machen, war damals super, heute weiß ich nicht, ob das noch hinterm Ofen davor, jemand hervorlobt. Ein kurzes Spielvergnügen, sind nur ein paar Stunden, boah, kann man mal machen, ist nicht so verkehrt. Als nächstes Spiel, ein Spiel, was ich wirklich sehr gut fand. Ich meine, das fängt am Parkplatz an. Und das ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Silent Hill 2. In dieser Edition hier, mit zwei Datenträgern. Da ist Making-of noch dabei. Wunder, das habe ich wirklich gerne gespielt auf der PlayStation 2. Sehr, sehr schön. Das sind Spiele, da vergisst man, dass man auf der PlayStation 2 spielt. Wunderschön. Auf jeden Fall erheblich besser als Silent Hill The Room, was total für die Tonne war. Und Silent Hill auf der PlayStation 1 ist auch noch sehr gut. Dann das nächste Spiel, was ich so gerne gespielt habe. Lego Indiana Jones, das beste Lego-Spiel von allen. Das einzige, was ich wirklich gerne gespielt habe. Die anderen waren es alles wiederholend. Klötze kleinschlagen, daraus Sachen bauen, etc. pp. Das war hinterher sich das doch sehr wiederholt, dieses Spielprinzip. Lego Star Wars fand ich noch ganz nett. Und dann hat es mich auch bald verlassen mit der Lego-Serie, aber hier. Allein weil es Indiana Jones ist, fantastisches Spiel. Lego Indiana Jones spielt dieses Spiel.
Und dann ein Spiel, was ich damals auch ganz gerne gespielt habe. Später hat es mich dann verlassen, heute spiele ich es gar nicht mehr. Gran Turismo 3. Das war damals, da hatte ich mir die PlayStation 2 im Internet, ich glaube General überholt oder wie sich das nennt, nochmal geholt. Da war Gran Turismo 3 dann als Spiel dabei. Deswegen war das ganz okay. Bin eigentlich kein großer Fan von Rennspielen. Ich habe damals quasi, war das für mich so eine Art, ja, wie soll man sagen, Autofahren. Ich habe die Rennen eigentlich weniger gefahren, sondern habe die Grafik genossen. Bin mit dem Auto durch die Gegend über die Kurse gefahren, habe meistens Zeitfahren gemacht. Deswegen hat mir das großen Spaß gemacht. Heute hat mich das Autorennen-Genre total verlassen. Da spiele ich sowas eigentlich gar nicht mehr. Ich bin ja mal so ein Action-Rollenspiel-Fan. Eben andere Spiele. Dann iToy Groove. Auch ein sehr schönes Spiel. Das ist mein Strick. Man hat eben da links oben oder rechts oben, Mitte hier oder oben unten. Jedenfalls sind da so Kreise. Da muss man dann mit den Händen drankommen. Zum passenden Moment, dann danst man halt mäßig ab. Bei dieser groovigen Musik auch nicht schlecht. Eines der iToy-Spiele halt. Ich meine, ich müsste auch irgendwo iToy 1 haben. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Vielleicht war es ja im Stapel drin, aber Surfer Film war iToy 2 dabei. Und eigentlich nur, weil es halt Metal Gear, Metal Slug ist. Metal Slug 4. Auch noch gekauft. Auch ein nettes Spiel. Das Schöne war bei der ganzen Sache, dass ich die Spiele alle so günstig bekommen habe. Die hatten die im An- und Verkauf für 1,99 € das Stück. Da habe ich mich natürlich fett eingedeckt mit Spielen. Ja, so fett natürlich auch nicht. Ich habe mir auch nicht jeden Ramsch gekauft. Ich muss, wie gesagt, erstmal eine PlayStation 2 Slim haben, die dann wieder normal funktioniert. Das ist ja, ich meine, die klappt man auf, die Slim. Das ist also nicht so ein Frontlader. Und dann werden wir mal sehen. Also das war die, ja, ich kann jetzt sagen, Top 10. 10 Spiele, die ich für die besten empfinde. Nicht mit in die Liste gekommen ist Medal of Honor Airborne, oder wie das hieß. Need for Speeds habe ich 2, die sind nicht in die Liste reingekommen. Spyro ist auch nicht reingekommen in die Liste. Also einiges, so Kampfspiele sind auch nicht reingekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie die heißen. So Calibur habe ich, glaube ich, und Dead or Alive oder was das ist, die sind auch nicht in die Liste reingekommen. So, das war also meine PlayStation-Liste, die Liste von Trollchen. Die, es waren ein paar mehr als 10, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Schreibt mal eure 10 Lieblingsspiele auf der PlayStation 2. Schade, dass die PlayStation 4 nicht abwärtskompatibel zur PlayStation 2 ist. Das gibt zwar eine Handvoll Spiele. Das ist ungefähr so wie die kauft man halt online. Das ist nicht, man legt seine Disc rein wie bei der Xbox und dann wird das runtergeladen. Dafür hat man aber auch Trophäen dabei. Ich habe Ape Escape 2 dafür. Da kriegt man, hat mich überrascht, dass man da Trophäen bekommt bei dem Spiel. Dass das quasi so modernisiert ist, dass es fast schon wie, also trophäentechnisch natürlich, wie ein PlayStation 3 oder 4 Spiel wird. So, ich verabschiede mich mal. Gebt einen Daumen rauf oder runter, wie ihr mögt. Ob euch Trollchen gefällt und die Liste von Trollchen. Trollchen ist der totale PlayStation-Fan. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ein Abo wäre natürlich super. Tschüss, bis zum nächsten Mal.